Hallo, ups, Moment. Also wir sind Julia und Lorena, wir freuen uns auch sehr, heute hier zu sein und auch dieses etwas trockene Thema mal vorstellen zu können. Wir wurden gebeten, mal was zu Internet Governance zu sagen, was ja hier kein sehr prominentes Thema ist, was sich aber gar nicht so sehr von den Themen unterscheidet, die hier vielleicht sonst diskutiert werden. Und dabei haben wir uns beschlossen, was über 10 Jahre BISIS, World Summit on the Information Society und 10 Jahre Internet Governance Forum zu sagen. Die Gelegenheit ist, dass es vor einigen Monaten im Dezember 2015 die offizielle 10-jährige Evaluation der Ergebnisse des World Summit on the Information Society gab. Das ist ja bei der UN ein normaler Prozess, dass nach 10 Jahren jeder Weltgipfel und die Ergebnisse evaluiert werden. Und bei der Gelegenheit wurde auch das Internet Governance Forum um 10 Jahre verlängert. Und das gibt uns Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, was ist denn da eigentlich passiert in den 10 Jahren? Was hat Internet Governance heute für eine Bedeutung im Gegensatz zu damals? Was fallen da für Themen drunter? Und dann auch, wie können wir darauf Einfluss nehmen, was da eigentlich diskutiert wird, gerade hier auch in Deutschland und Europa? Daher ist unser Programm heute, wir sprechen jetzt mal 20 Minuten ungefähr, erst über den World Summit und die Information Society, auf Deutsch der Weltgipfel der Informationsgesellschaft. Danach das Internet Governance Forum, dafür gibt es Gott sei Dank keine Übersetzung. Und dann gibt es den European Dialogue on Internet Governance und danach kurz auch einen Ausblick auf das Internet Governance Forum Deutschland, dessen Beirat gerade ganz neu ausgerichtet wurde. Und warum wir ausgerechnet, wir beide darüber sprechen, liegt daran, dass, also ich arbeite im Wissenschaftszentrum Berlin über Internetpolitik und Internet Governance schon seit einigen Jahren, sitze auch seit einigen Jahren im Vorstand von GIGANET, das ist das Global Internet Governance Academic Network. Wir organisieren jedes Jahr die akademische Pre-Conference zum IGF, sowohl der internationale IGF als auch ab und zu die regionalen bzw. nationalen IGFs. Und Lorena arbeitet auch wissenschaftlich zu Internet Governance, aber vor allen Dingen ist sie eine der Co-Organisatoren, eine der 3 Co-Organisatoren des European Dialogue on Internet Governance und leitet seit diesem Jahr offiziell das Sekretariat des Deutschen Internet Governance Forums. Da wir gerade schon von unseren Hintermännern gehört haben, dass gar nicht so richtig klar ist manchmal im Raum, was eigentlich WISIS ist und der World Summit on the Information Society und was das mit uns zu tun hat, jetzt für diejenigen, die damals nicht involviert haben, so ein ganz kurzer geschichtlicher Rückblick. Und obwohl wir beide normalerweise akademische Talks geben, versuchen wir es nicht ganz so trocken zu halten. Also die Ü30-Generation kann dann vielleicht weghören, weil die eventuell dabei war. Der WISIS hat 2003, 2005 stattgefunden. Es war sozusagen ein UN-Weltgipfel, davon gibt es relativ viele. Es war einer der eher bekannteren. 1998 wurde eben beschlossen, von der ITU vorgeschlagen, der ITU ist die International Telecommunication Union, wurde vorgeschlagen, dass es zu Informationsgesellschaft und zum Internet einen Weltgipfel geben sollte. Und das eben zu einem Zeitpunkt, als vor allen Dingen in den Entwicklungsländern die meisten Regierungen überhaupt noch nicht gemerkt haben, dass es sowas wie Internet gab, aber es eben schon auf vielen internationalen Kongressen und auch in anderen nationalen sozusagen Venues viele Diskussionen zur Informationsgesellschaft gab, die damals vor allen Dingen um Wirtschaftsthemen gingen, also wie kann man das Internet wirtschaftlich nützlich machen. Und daher wurde beschlossen, so einen UN-Gipfel zu organisieren. Da ging es vor allen Dingen eigentlich erstmal um Entwicklungsfragen. Also die Idee war sozusagen, man müsse sich alle zusammensetzen, die ganze UN-Gemeinschaft, um Ideen zu entwickeln, wie das Internet in Entwicklungsländern besser ausgebaut werden kann und wie es zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen könnte. Das war die Ursprungsidee, mit der Idee wurde es auch vorgeschlagen und angenommen. Es lief dann ein bisschen anders ab, das Thema hat sich verschoben, aber erstmal hat es sozusagen stattgefunden, 2003, 2005, 2003 in Genf, 2005 dann in Tunis. Es war ein relativ großer Gipfel, wie schon gesagt, es gab 10.000 bis 15.000 Teilnehmer, ich glaube in der zweiten Phase waren es sogar über 15.000 Teilnehmer, viele Heads of States, aber eben auch sehr viele aus der Technical Community und viele aus der Zivilgesellschaft, allerdings auch viele Unternehmen. Also es waren sozusagen aus allen Interessensgruppen Teilnehmer da, die über dieses Thema diskutieren wollten. Und was passiert ist, dass sich relativ schnell das Thema verschoben hat, weg von Entwicklungsthemen, also sozusagen, wie können wir den Digital Divide überbrücken, was können wir für die Internetausbau in Entwicklungsländern tun, hin recht schnell zu der Frage über, wer koordiniert eigentlich die technische, also wer macht eigentlich die technische Koordinierung des Internets, also die ganzen typischen Internet-Governance-Fragen, ICANN, Übersicht, also Aufsicht über ICANN. Und was ist die Rolle von Regierungen, was ist die Rolle des Technical Community, was ist die Rolle des Privatsektors in sozusagen der, vor allen Dingen in ICANN und der ganzen technischen Koordinierung. Und das war sofort sozusagen ein Thema, was von Anfang an auf die Debatte kam und dann relativ kontrovers diskutiert wurde und damit auch dieses ganze Entwicklungsthema eigentlich von der Bühne verdrängt hat, sodass das letztendlich überhaupt nicht mehr der Hauptfokus der Konferenz war.
Also die zwei Themen, wie gesagt, waren halt sozusagen, gingen eigentlich um Internet Governance, die zwei Hauptstreitpunkte. Da gibt es auch wieder sozusagen zwei Unterschiede, nämlich das eine war, was ist denn überhaupt Internet Governance? Also über was reden wir hier, wenn wir über technische Koordinierung reden? Reden wir eigentlich tatsächlich nur über die technische sozusagen Dimension oder reden wir hier auch über die politische Dimension? Also das, was sich dann in UN-Sprache nennt, Public Policy related to, pertaining to the issues related to the Internet. Also sozusagen alle möglichen öffentlichen politischen Fragen, die mit dem Internet zu tun haben könnte, was jetzt heutzutage könnten wir unter netzpolitischen Fragen abhaken, also sozusagen auch Fragen von, da wurden dann auch Fragen von Human Rights online diskutiert, Censorship, Freedom of Expression, Diversity, das war so eins der großen Themen, linguistische Diversität im Internet, solche Sachen wurden dann auch diskutiert und natürlich kam die Frage auf, hat das auch was mit der Koordinierung, Regulierung des Internets zu tun oder ist das eigentlich was ganz anderes? Und wenn ja, wer ist dafür denn eigentlich zuständig? Und das war dann der zweite Hauptstreitpunkt, weil nämlich, dass sozusagen die Entwicklungsländer oder überhaupt viele Länder, auch entwickelte Länder, erstmal realisiert haben, dass sie eigentlich überhaupt keinen Einfluss haben auf was da eigentlich auf der technischen Ebene vor allen Dingen passiert, dass das komplett in der Hand der Technical Community war und des Privatsektors, unter Aufsicht der US natürlich, und dass es dann ein Riesenstreit entbrannt ist, dass sie doch eigentlich auch gerne mitreden würden. Und daher sozusagen so eine Kontroverse entstanden ist darüber, soll die technische Koordinierung so sein, wie sie ist unter ICANN oder sollen wir sie vielleicht sogar verschieben unter das Dach der Vereinten Nationen, idealerweise unter die ITU, was natürlich vielen anderen Nationen, vor allen Dingen den USA natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Also das waren sozusagen die zwei Hauptstreitpunkte, bei denen es dann in den 2-3 Jahren des Wisses ging und für die sie auch wirklich keine wirkliche Lösung gefunden haben, auch in dieser langen Zeit. Das heißt, der Wissens hat geendet 2005 und es gab mehrere Dokumente, so typische UN-Dokumente, die erstmal wenig sagen. Und da gab es vor allen Dingen viele Action-Lines, die für uns in der Hinsicht nicht interessant sind, weil da ging es dann doch viel um Diversität, Entwicklung und so weiter. Aber es gab drei Outputs des Wissens sozusagen, die für uns dann doch relevant sind. Das erste ist, was sich nennt Enhanced Cooperation. Das ist ein Prinzip, mit dem sie ganz am Schluss abkamen und damit eigentlich sozusagen die Regierungen, die mehr Einfluss gefordert haben, versucht haben, so ein bisschen rückzustellen. Also sie haben sozusagen ein Prinzip eingeschrieben, das sich Enhanced Cooperation nennt und haben aber nicht reingeschrieben, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, dass seit 10 Jahren sich sozusagen immer noch in der UN und auch in anderen Venues sozusagen die Regierungen, aber auch die ganze sogenannte Multi-Stakeholder Community of Internet Governance darüber streitet, was denn eigentlich Enhanced Cooperation bedeutet. Bedeutet das, dass die Regierungen mit den anderen Stakeholdern gemeinsam sozusagen auf dem gleichen Level kooperieren sollen? Soll das bedeuten, dass die Regierungen, also zum Beispiel die US-Regierung mit anderen Regierungen, viel näher zusammenarbeiten sollte? Oder bedeutet das überhaupt was ganz anderes? Also das war sozusagen eins der Outputs, dass sozusagen diese ganze Debatte über wer hat Einfluss auf das Internet in diesem Prinzip geframed wurde, was sehr problematisch war. Dann haben sie der zweite Aspekt war, dass sie versucht haben, die ganze Debatte irgendwie auszusourcen, also sozusagen aus der Enddiskussion des Wissens rauszunehmen und zu sagen, wir machen einfach weiter mit dieser Diskussion und führen die fort und zwar in einem anderen Setting. Und dafür haben sie das Internet Governance Forum gegründet. Also sozusagen die Idee, dass wir diese Diskussionen nicht 2005 abschließen können, sondern dass die weiter diskutiert werden müssen und das eben in einer anderen Form. Und dafür haben sie ein Forum gegründet, was so ein Forum ist, was offiziell der UN untergeordnet ist, aber eben keine UN-Veranstaltung ist. Das heißt, nach einem ganz anderen Prinzip funktioniert, und zwar dem Prinzip des Multi-Stakeholder-Ansatzes, was auch sozusagen eins der wichtigsten Ergebnisse ist des Wisses, weil das erste Mal war, dass auf UN-Ebene überhaupt das Thema Internet diskutiert wurde, aber vor allen Dingen es diskutiert wurde in dem, was sich Multi-Stakeholder-Ansatz nennt, also die verschiedenen Interessensgruppen, Privatunternehmen, Technical Community, Wissenschaftler, Zivilgesellschaft vor allen Dingen und Regierungsvertreter sozusagen gemeinsam auf on equal footing, wie das im UN-Deutsch und auch im Englisch heißt, sozusagen gemeinsam diese Themen diskutieren und zwar wirklich völlig gleichberechtigt. Das war die Idee. Im Wissens hat es noch nicht so gut funktioniert mit der Gleichberechtigung. Die Zivilgesellschaft hat sehr dafür gekämpft. Aber es war nun einfach mal eine UN-Konferenz. Das bedeutet, dass die endgültigen Entscheidungen und die Verabschiedung des Output-Documents sozusagen allein von den Regierungen vorgenommen wurde.
Aber die Zivilgesellschaft und vor allen Dingen die Technical Community war doch sehr involviert in die ganzen Debatten und hat auch sehr dafür gekämpft, sich da einbringen zu können. Und das ist sozusagen das, was sie mitgenommen haben aus dem Wissens und was sich auch über die letzten 10 Jahre deutlich stabilisiert hat und gehalten hat und was auch das Ganze sozusagen interessanter für uns macht, weil es einfach bedeutet, dass man sich auf gleichem Level einbringen kann wie alle anderen Akteure. Und was jetzt sozusagen passiert, ist, dass im letzten Dezember diese sogenannte Evaluation stattgefunden hat. Das war ein Prozess, der recht lange gedauert hat. Über 3 Jahre wurde da evaluiert. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie sich eigentlich nicht entscheiden konnten, wie diese Evaluation aussehen soll und was sie da wollen. Das lag daran, dass einige Regierungen überhaupt nicht zufrieden waren mit dem Output in 2005 und meinten, jetzt nach 10 Jahren wäre doch eine gute Gelegenheit, das ganze Fass nochmal zu öffnen, alles neu zu diskutieren, vielleicht doch die ganze Internetkoordinierung, Regulierung, technische, unter die ITU zu stellen, ICANN loszuwerden und so weiter. Das heißt, die haben dazu darauf votiert, dass es einen ganz neuen Weltgipfel gibt, wo alle diese ganzen Debatten neu geführt werden und ganz neue Action Lines und ganz neue Prinzipien verabschiedet werden. Und das wurde natürlich von vielen nicht gut geheißen, vor allen Dingen in der USA, aber auch von Europa, die dafür votiert haben, das Ganze möglichst klein zu halten und möglichst wenig Raum zu geben, um alle Themen neu zu diskutieren. Letztendlich hatten mehrere Events stattgefunden, die ITU hat eins organisiert, die UNESCO und so weiter. Jeweils gab es einen langen Vorlaufprozess, in dem sozusagen ganz nach diesem Multi-Stakeholder-Prinzip dann Dokumente entwickelt wurden, auf die die Zivilgesellschaft auch relativ viel Einfluss hatte. Das lag auch daran, dass sich relativ wenig Leute dafür überhaupt interessiert haben und dadurch überhaupt kein großer Druck sozusagen erstmal war. Das hat sich dann zum Schluss hin aufgebaut, und zwar zum Schluss hin, also auf Dezember 2015 hin, wo es dann das High-Level-Event, und High-Level bedeutet dann wirklich auf high Level, also wenn die Staatspräsidenten dann Minister antanzen und sozusagen das Enddokument verabschieden. Und zu diesem Ende hin hat sich dann der Druck mehr aufgebaut und das Ganze wurde kontroverser. Und das Dokument, was letztendlich verabschiedet wurde, wurde auch über Monate hinweg diskutiert, allerdings tatsächlich auch im Multi-Stakeholder-Verfahren. Also das ist auch recht interessant, weil es das erste Mal in der UN war, dass es wirklich so komplett implementiert wurde, dass wirklich bis kurz vor Schluss alle sozusagen Einfluss darauf hatten, ständig irgendwie Kommentare posten konnten, die auch wirklich mal zur Kenntnis genommen wurden. Also nicht nur, man konnte die nicht nur posten und dann haben die Staaten reingeschrieben, was sie wollten, sondern das sind dann wirklich am Anfang alle Kommentare, die eingereicht wurden, sind in das Dokument mit eingeflossen. Das bedeutet nicht, dass sie letztendlich natürlich da alle drinstehen. Und ganz am Schluss gab es dann wieder vor allen Dingen Verhandlungen zwischen den Staaten, weil es eben immer noch eine UN-Konferenz war. Da flog dann relativ viel wieder raus. Aber es sind doch einige Absätze drinnen, die recht interessant sind und die sicherlich nicht da drin ständen, wenn nicht die Zivilgesellschaft wirklich auch viel mitgearbeitet hätte und sich viel eingebracht hätte. Die deutsche Zivilgesellschaft hat das nicht getan. Und das ist insofern erstaunlich, als dass sie während des originalen Wisses, also in 2003, 2005, zu den aktivsten zivilgesellschaftlichen Delegationen gezählt haben. Also da waren sehr viele Deutsche da. Das hat sich über die Zeit verloren. Ich glaube, jetzt am Schluss in New York waren so gut wie gar keine mehr da. Es war natürlich eine offizielle deutsche Delegation von der Regierung da. 2 Leute aus dem BMWI und 2 Leute aus dem AA, die dann auch die offizielle europäische Position im Prinzip vertreten haben. Also nichts Überraschendes. Aber von der Zivilgesellschaft war relativ wenig Interesse, und ich glaube, insgesamt gab es so ein paar versprengte Artikel in der Presse darüber. Also es gab insgesamt wenig Aufmerksamkeit. Die Artikel waren zum Teil auch relativ schlecht recherchiert. Also was da drin stand, hat nicht unbedingt dem entsprochen, was da wirklich passiert ist. Was auch daran liegt, dass man diese Verfahren auch wirklich nur im Detail irgendwie erkennen kann. Also was da wirklich Multi-Stakeholder ist an der ganzen Sache und was nur Show ist, wenn man sich einbringt. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Also das Dokument hat sozusagen ein paar interessante Elemente, die doch auch eigentlich Beachtung finden könnten. Zum Beispiel steht im Dokument was in dem Originaldokument von 2005 überhaupt nicht drinsteht, und zwar ein ganz klares Bekenntnis zu Human Rights, und zwar die Human Rights, die offline gelten, müssen auch online gelten, und ganz besonders wird dabei Privacy genannt. Und das war ein sehr kontroverser Punkt, der wirklich über Wochen und Monate hinweg diskutiert wurde. Überraschenderweise waren natürlich die USA nicht ganz einverstanden damit, dass es letztendlich ins Enddokument kam. Aber unter anderem wegen dem großen Einfluss eben auch der Zivilgesellschaft, die abgesehen sozusagen von den Kommentaren, die sie vorher einreichen konnten, sozusagen auch auf den verschiedenen Events, die stattfinden, auch auf die offiziellen Regierungsdelegationen Einfluss nehmen konnten, gibt es tatsächlich eine Textpassage, die recht interessant ist. Also wie gesagt, same rights that people have offline must also be protected online.
Und dann, was ich eigentlich noch interessanter finde, ist eben, no person shall be subjected to arbitrary and unlawful interference with his or her privacy, family, home and correspondence. And we call upon all states to review their procedures, practices and legislation regarding the surveillance of communications, as well as the interception and collection of personal data, including mass surveillance. Und das in einem UN-Dokument ist doch recht interessant. Natürlich kann man sich fragen, warum ist das interessant? Was hat so ein UN-Dokument überhaupt für einen Einfluss? Das ist ja, hat ja keinerlei bindende Wirkung sozusagen. Es ist nicht so, als würden die USA sofort losrennen, das tun. Aber es ist immerhin doch interessant, als dass das einmal im Dokument drinsteht, dass es eine gewisse diskursive Wirkung entfaltet, weil sich jedes Folgedokument darauf beziehen kann und auch andere Dokumente außerhalb der UN sich sozusagen immer darauf beziehen können, dass das von der UN im Konsens verabschiedet wurde. Also es hat sozusagen mehr eine diskursive als irgendeine bindende Wirkung natürlich, aber es ist doch interessant. Die anderen Punkte, die vielleicht auch interessant sind im Vergleich zu dem ehemaligen WISIS, ist, dass dieses Mal auch Cybersecurity ein sehr heiß diskutiertes Thema war. Da gibt es auch einen ganzen Paragraphen zum Enddokument, den ich euch jetzt erspare. Aber es ging vor allen Dingen, da ging es auch einfach viel darum, dass es überhaupt auf UN-Ebene nochmal neu diskutiert wurde und auch darüber, was ist denn eigentlich Cybersecurity, über was reden wir jetzt, Security zwischen den Staaten, innerhalb des Staates, Cybercrime und so weiter und so fort. Also es war auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, was so heiß war, dass sie letztendlich sozusagen auch versucht haben, dem ein bisschen das zu entziehen, indem sie es sozusagen abgeschwächt haben im Enddokument, aber es sind trotzdem ganz interessante Abschnitte dazu drinnen. Was es nicht reingeschafft hat, ist Netzneutralität. Das wurde im Vorfeld sehr viel diskutiert, war auch immer wieder in irgendwelchen vorherigen Drafts drinnen, wurde jetzt endlich rausgeschmissen, hat es also nicht reingeschafft, aber war trotzdem was Interessantes, als sozusagen die Debatte darüber relativ heftig geführt wurde. Und was ist für uns jetzt interessant wiederum, was auch drinsteht, ist, dass sie jetzt endlich mal dieses Prinzip von Enhanced Cooperation klären sollten. Das heißt sozusagen, diese ganze Debatte, wie viel Einfluss sollen Regierungen eigentlich haben, wird sozusagen mal wieder neu aufgerollt. Und die UN muss nun wieder mal eine Working Group etablieren, wo sozusagen diese ganze Diskussion neu geführt wird. Aber es heißt sozusagen, die Debatte geht immer weiter und es wird auch immer noch weiter diskutiert sozusagen, wie viel Einfluss sollen Regierungen eigentlich haben auf Internetpolitik. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um die technische Regulierung, aber eben nicht nur, weil es eben sehr unklar ist, was Enhanced Cooperation denn eigentlich bedeutet. Und was auch dann wiederum interessant ist, dass das IGF verlängert wurde und zwar nicht mal um 5 Jahre, wie es beim letzten Mal passiert ist, sondern direkt um 10 Jahre, was in IGF-Zeiten sozusagen die doppelte Zeit ist, oder die Zeit ist, die schon existiert, als sozusagen eine wirklich lange Verlängerung, was auch eine Bestätigung ist, dass sozusagen die UN anerkannt hat, dass diese Debatten, die da geführt werden, obwohl es keinen direkten Output gibt, doch irgendeine gewisse Berechtigung haben und Sinn haben und sozusagen nützlich sind. Ganz kurz, ich denke, die meisten sind mit euch, von euch sind vertraut. Was ist denn eigentlich das Internet Governance Forum? Nur so für die, die es nicht genau wissen, also es ist seit 2006 findet es statt, also ein Jahr nach dem Weltgipfel, war das erste Treffen. Es findet weltweit statt, jedes Jahr auf einem anderen Kontinent mehr oder weniger. Nicht unbedingt, letztes Jahr war es in Brasilien, dieses Jahr ist es in Mexiko, aber sozusagen wandert es immer um die Welt. Es gibt tausende von Teilnehmern, hunderte von Workshops, wo ganz verschiedene Themen diskutiert werden. Und das Wichtige ist eben, dass es keinen Output gibt. Also es wird kein Dokument diskutiert, es wird nichts verabschiedet, was dazu führt, dass es eben nicht diese relativ typischen UN-Verhandlungen gibt, wo viel über Wörter und Kommas geschachert wird, sondern es ist tatsächlich wirklich gedacht als ein offener Dialog. Das hat Positives und Negatives. Das Negative wird oft betont von Outsidern, die sagen, es ist ja nur so ein Talkshop, da kommt überhaupt nichts dabei rum, warum sollte man da hingehen, da reden die nur und da passiert eigentlich nichts und da ist auch passiert vor allen Dingen nichts, was danach irgendeinen Einfluss haben könnte. Die Leute, die hingehen, sehen das meistens anders, weil die nämlich erleben, was so eine Diskussion bewirken kann. Und zwar so eine Diskussion im Multi-Stakeholder-Prinzip, dass dann nämlich wirklich sozusagen die Technical Communities, die Unternehmen immer mehr auch, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Regierungen sich nicht auf Augenhöhe diskutieren. Das hört sich erstmal irgendwie so an, aber es ist tatsächlich, wer einmal da war, hat es verstanden, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob man nebeneinander in dem Panel sitzt und ganz frei diskutiert oder ob sozusagen eine gewisse Abstufung gibt und man nur eine konsultierende Rolle hat. Und dass da wirklich auch neue Diskurse geschaffen werden, dass da ganz neues Bewusstsein auch zum Beispiel auf der Seite der Politiker für Probleme geschaffen wird, die es vorher sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aus Deutschland sind ja nicht viele Politiker dort. Ich glaube, von den Parlamentariern war bisher vielleicht einer oder zweimal dort. Die kommen aber auch zurück und sind überrascht, dass da doch irgendwas dabei rumkommt. Von den Ministerien ist mittlerweile eine relativ große Delegation eigentlich vor Ort.
die auch, und man sieht da, dass da so eine gewisse Sozialisierung stattfindet. Wer einmal da war, hat auch begriffen, warum man da eigentlich hinfahren könnte und was das bedeutet, dass da eigentlich gemeinsam diskutiert wird und was da sozusagen dabei rauskommt. Das hat natürlich, ich will das jetzt nicht verherrlichen, das hat immer auch negative Aspekte, aber es hat schon sozusagen in gewisser Weise seine Funktion erfüllt. Und über die 10 Jahre hat sich da auch viel geändert. Also am Anfang, als es gegründet wurde, waren es vor allen Dingen die technischen Themen, die dominiert haben. Da ging es eben um diese klassischen, ursprünglichen Internet-Governance-Themen. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren sehr verschoben. Also mittlerweile sind es deutlich breitere Themen geworden, die ganz normale netzpolitische Relevanz haben. Im letzten Jahr zum Beispiel war das vorherrschende Thema eigentlich Netzneutralität. Vor allen Dingen dann auch aus einer anderen Perspektive. Durch die Entwicklungsländer ging es einfach viel um Zero Rating. Dann waren auch, Privacy ist natürlich immer eine der großen Debatten, Trade Agreements und Internet Governance war, oder Internetregulierung war auch eins der großen Themen. Und sozusagen die Themen haben sich in gewisser Weise verschoben. Was sich auch verändert hat, ist die Dynamik des IGFs. Während es anfangs sozusagen noch so ein vorsichtiges Austesten war, wie das funktioniert, so gemeinsam zu reden, ist es so, dass mittlerweile doch irgendwie alle ein bisschen selbstbewusster geworden sind und auch die Regierungen zum Teil mehr Interesse zeigen, weil sie eben doch gelernt haben, dass sie da sich Expertise abgreifen können und Themen sozusagen was lernen können und sich austauschen können, die sie vielleicht sonst nicht haben. Und wie gesagt, das ist ja eben nicht nur für Europa, sondern das sind ja auch eben Entwicklungsländer, die vielleicht solche Themen normalerweise gar nicht diskutieren. Aber was passiert ist dadurch, dass es auch so ein bisschen Selbstbeweicherung gibt. Also alle finden das mittlerweile extrem toll, haben sozusagen ein sehr idealisiertes Bild von dem IGF und so einem Multi-Stakeholder-Ansatz, was man damit alles machen kann und hinterfragen relativ wenig, was vielleicht noch die negativen Aspekte sind, was verbesserungswürdig ist und wie man überhaupt damit tatsächlich was erreichen kann. Aus diesem Grund gibt es auch irgendwie immer mehr Protest um den IGF herum. Also es ist ganz interessant, dass sich so eine Art diskursiver Raum um den diskursiven Raum des IGFs irgendwie bildet. Also in 2014 gab es das erste Mal parallel zum IGF das Internet Ungovernance Forum. Das war in der Türkei, wo es vor allen Dingen die Leute zusammengekommen sind, die sich darüber beschwert haben, dass ihre Session-Vorschläge nicht angenommen wurden. Da ging es auch viel um Zensur, Privacy und so weiter und so fort. Und die haben sozusagen ein Gegenforum gegründet, was parallel stattgefunden hat, was aber in gewisser Weise ja auch sozusagen stattgefunden hat, weil es ein IGF gibt, als sozusagen auch in der Hinsicht dieser Space auch eine Auswirkung des IGFs ist. Und was sich auch deutlich über die letzten 10 Jahre geändert hat, ist, dass es immer mehr zivilgesellschaftliche Vernetzung gibt. Also das IGF wächst auch zeitmäßig in beide Seiten. Mittlerweile gibt es nicht nur einen Day Zero, an dem sich die Zivilgesellschaft trifft, sondern mittlerweile auch einen Day Minus One. Also es gibt eigentlich jetzt 2 Tage vor dem Internet Governance Forum, an dem zivilgesellschaftliche Veranstaltungen stattfinden, an denen sich versucht, die Zivilgesellschaft zu koordinieren. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie tatsächlich ein Statement gemeinsam geschrieben, das dann in diesen Visus Plus 10 Prozess eingeflossen ist, als sozusagen auch so ein Raum geworden, in dem sich zivilgesellschaftliche Akteure aus der ganzen Welt treffen können und vernetzen können. Die Frage ist natürlich, hat man dadurch wirklich mehr Einfluss? Was bringt es? Die Frage bleibt und die kann man sicherlich auch nicht beantworten, außer wenn man einmal dort war und vielleicht selbst erfahren hat, dass es doch vielleicht einen Unterschied machen könnte, damit zu reden. Und damit übergebe ich auch direkt an Lorena, die uns sagt, wie das Ganze dann hier übersetzt in Europa und Deutschland aussieht. Danke, vielen Dank. Ja, genau. In Europa und in Deutschland ist das nicht so kompliziert. Danke. Okay, besser? Moment. Ja? Ja. Okay. Es gibt natürlich ein paar pragmatische Punkte auch hinsichtlich des UN-IGFs und natürlich können alle mitmachen, es sei dass man zum Beispiel das IGF in Baku macht, das ist Aserbaidschan, und man Armenier ist, dann kommt man nicht rein. Oder man ist homosexuell, da kommt man auch nicht rein. Oder man ist Zivilgesellschaft in der Türkei und man kommt zwar rein, aber die Proposals, die man einreicht für einen Workshop, die werden nicht angenommen, prinzipiell. Einfach null, nada, niente. Also es gibt Möglichkeiten des Ausschließens, zwar immer wieder mit Streit verknüpft mit dem UN-Sekretariat, der wirklich versucht, einfach sich durchzusetzen. Aber die feine Kunst der Diplomatie ist trotzdem immer nicht so ganz leicht, wenn man mit Autokratien zu tun hat, die wirklich sich dann komplett querstellen. Und
Das heißt, in der Tat, da gibt es immer noch viel Raum für Verbesserung auf hoher Ebene, aber das gibt es auch auf europäischer Ebene, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, denn da haben wir auch so Problemchen. Und das, obwohl wir in Europa sind, und man sollte meinen, dass mit Meinungsfreiheit und Zensur man das nicht so schwer hat, aber doch. Ich will kurz einen Überblick über die Regionalvariante, das ist Eurodic. Es heißt nicht europäisches IGF, weil das EU-Parlament wollte ein europäisches IGF machen und dann dürfte es nicht europäisches IGF heißen und deswegen hieß es dann European Dialogue on Internet Governance und das wurde vor 8 Jahren kreiert, 9 Jahren kreiert, nächstes Jahr machen wir 10 Jahre und es erfasst 48 Länder. Also es ist nicht die EU-Version, sondern es ist wirklich die Kontinentalversion. Wir sind ein Sekretariat von 3 Leuten und arbeiten hauptsächlich mit dem Europarat. Unsere institutionelle Partner sind aber auch sehr gemischt. Also wir haben Leute aus der Tech-Community oder Institutionen aus der Tech-Community wie ISOC, wie RIPE NCC, dann haben wir ein bisschen Zivilgesellschaft in Form von der ICANN-Version von Zivilgesellschaft, also Oralo zum Beispiel. Dann haben wir Regierungen oder internationale Organisationen, die intergovernmental sind, ebenfalls dabei. Und wir sind eine Art von wandernder Zirkus, sprich jedes Jahr machen wir das ganze Prozess primär online. Ich werde kurz zeigen, wie kompliziert dieser Prozess ist. Und wir machen das jedes Jahr woanders in Europa. Letztes Jahr war es in Sofia, das war nicht leicht. Und dieses Jahr ist in Brüssel, das ist auch nicht leicht. Der Host ist eine Firma, die Eurid heißt. Die geben sozusagen die Domain-Names für die EU. Und die Europäische Kommission. Es ist hochpolitisch dieses Jahr natürlich, weil dadurch, dass es in Brüssel ist, das ist die Mekka, alle Lobbyisten, wollen alle mitmachen und mit dabei sein. Wir reden momentan mit ca. 1000 Teilnehmern wir versuchen den Prozess bottom-up zu machen. Das heißt, man reicht bei uns keine Workshops ein, sondern man reicht Themenvorschläge an. Und 5 Minuten, okay, Turbo. Und das verursacht einen sehr komplizierten, langen Prozess, weil es ein Bottom-up ist und alle Vorschläge sozusagen wichtig sind. Dieses Jahr haben wir ein 3-Tages-Event, also wir haben auch ein Day Zero, wie das IGF auf hoher Ebene, und ein Day One und ein Day Two. Und wie man sieht, wir haben Plenaries, wir haben Parallel-Workshops, es ist wirklich sehr durchmischt. Und da haben wir zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, Julia Reda hat sich zusammen mit einer Professorin aus Neuseeland getan und sie wollen einen Workshop zu Refugees und Internet machen. Zugleich hat sich die ganz kleine Community von Jugend möchte parallel Flashes machen, das sind so ganz kleine, also so ganz schnelle Vorträge und wollen dazu zu Sexualität und Pubertät im Netz reden. Das findet auch statt. Dann gibt es das Europarat, der einfach ein neues Projekt präsentieren will und das machen sie als Side-Event. Also es ist sehr gemischt und die Teams, die solche Sessions jetzt gerade dabei sind zu organisieren, sind offen. Das heißt, jeder von euch kann einfach dahin gehen und sagen, ich möchte mitmachen und kann mitbestimmen, wer sollte reden, was für genauere Frauen sollten gestellt werden, etc. etc. Das zu Eurodic. Vielleicht, wenn ihr Fragen habt, kann ich danach noch mehr dazu sagen. Das IGFD Deutschland, was ist das? Das ist auch dasselbe wie das IGF oder wie Eurodic, bloß auf nationaler Ebene funktioniert ein bisschen anders, weil jede Initiative anders funktioniert. Es ist ein bisschen lokal geprägt. Und das deutsche IGF wurde 2008 gegründet und das war eine ziemlich, glaube ich, Blackbox für viele. Man wusste nicht so genau, was die so alles machen. Und 2016 haben wir gedacht, wir professionalisieren das, wir versuchen das einfach viel breiter zu öffnen und viel mehr Leute einzubinden, die einfach das Thema an den Mann ranbringen. Und wir haben einen Beirat gegründet und da haben wir die 4 digitalen Ministerien, also die 3 digitalen Ministerien plus das Auswärtige Amt dabei, die haben ihr Abteilungsleiter geschickt und die sitzen in diesem Beirat. Dann haben wir die netzpolitische Sprecher von allen Parteien dabei.
Dann haben wir Leute aus der Wirtschaft wie die Cevit, die Deutsche Telekom, ECO, der Verein für den Mittelstand, für die neue Wirtschaft. Dann haben wir Leute aus der Tech-Community. Wir haben auch Jugend oder Nachwuchs von der Zivilgesellschaft sind Amnesty International, iRights, die Sektion von ICAN für die Zivilgesellschaft und die deutsche UN-Sektion. Und von der Wissenschaft natürlich haben wir GigaNet, das WZB und einzelne Wissenschaftler. Das heißt, wir versuchen das jetzt durch verschiedene Vertreter aus allen diesen Stakeholder einfach viel breiter und viel offener zu machen. Wir sind dabei, einen neuen Prozess zu arbeiten. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen, könnt ihr auch. Wir versuchen, das ist ein Top-Secret, das jetzt ab jetzt nicht mehr Top-Secret sein wird, wir versuchen, das UNIGF nach Deutschland zu holen. Das wäre ganz cool. Das würde das Thema Digitalisierung und das Thema Netzpolitik in Deutschland ein bisschen mehr auf die Tagesagenda bringen, weil das ist eine 5000-Mann-Veranstaltung. Und die deutsche Regierung scheint doch nicht so abgeneigt, zumindest die Ministerialhäuser scheinen nicht so abgeneigt zu sein, doch diese Idee zu verfolgen. Und das wird in ein paar Jahren passieren und wir sind dabei, Prozesse zu erarbeiten. Dieses Beirat rotiert jede 2 Jahre, das heißt, in 2 Jahren könnt ihr euch vielleicht überlegen, mit in den Beirat einzutreten und auch mitzumischen. Und weil ich bestimmt die 5 Minuten überschritten habe, mache ich nur einen ganz kurzen Exkurs. Julia und ich machen auch, das sind die Programmideen zum IGFD dieses Jahr. Zur Verschlüsselung wollen wir was machen und so, aber das zeige ich vielleicht danach bei Fragen. Julia und ich machen ein Kolloquium zur internationalen Netzpolitik. Das wird von Wikimedia unterstützt und vom GigaNet und von ICAN. Und da haben wir mal bereits angefangen. Wir haben über Fragmentierung des Internets geredet und wir wollen jetzt im Sommer und im Herbst nochmal das wiederholen, weil das war ziemlich dope und wollen über Trade Agreements einmal reden und über Plattformregulierung. Das ist auch offen, das soll als Netzwerk für Zivilgesellschaft und Wissenschaft gelten und da seid ihr auch herzlich eingeladen. Schickt uns einfach eine Mail und wir spammen euch mit unserer Veranstaltung und hoffen, dass ihr zahlreich erscheint. Vielen Dank. Dankeschön. Es gehen schon die Hände hoch, ich muss gar nicht fragen. Okay, wir drehen direkt los mit Fragen und Antworten. Ihr habt noch ein Mikrofon hier, ich gebe eins rum. Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge. Julia, du hast so ein bisschen so eine mystische Atmosphäre über diesem IGF hängen lassen. Von außen sieht es so aus, da wird ja nichts entschieden, da passiert gar nichts. Und wenn man aber mal dabei war, dann ist man begeistert. Diese Begeisterung, also was sind das für Gesprächsqualitäten oder für Ideen, die da möglicherweise von Zivilgesellschaft in die Köpfe von Regierungsvertretern oder Wirtschaftsvertretern eingepflanzt werden und hinterher fruchtbar werden, die Grund zu einer solchen Begeisterung? Also wenn das möglich ist, uns noch ein bisschen mit zu begeistern, wäre das schön. Danke. Geht das? Jetzt geht's. Wir überlegen gerade über ein gutes Beispiel für ein Thema. Also es ist, ich wollte nicht damit sagen, dass man unbedingt begeistert ist. Es gibt auch genug Leute, die einmal da waren und sagen, was für ein Quatsch und nie wiederkommen. Ich glaube, mehr als begeistert ist, dass man zumindest versteht, was die Idee dahinter ist, wenn man einmal da war. Nämlich, dass es sozusagen nicht darum geht, wirklich was zu beeinflussen, in der Hinsicht, dass Entscheidungen getroffen werden, auf die man Einfluss nimmt, sondern dass sozusagen diese Dialogform zelebriert wird, manchmal auch zu... Jetzt, ja. Dass sozusagen diese Dialogform auch manchmal zu sehr zelebriert wird. Es gibt mittlerweile auch zum Beispiel viele Rufe danach, dass das IGF auch Outputs irgendwie formulieren sollte oder irgendwas dabei rauskommen sollte. Aber es gibt auch viele Themen, die sozusagen mittlerweile beim IGF diskutiert wurden und mittlerweile dann doch mehr auf der internationalen Agenda war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland unbedingt ein gutes Beispiel gibt, was von IGF sozusagen nach Deutschland exportiert wurde. Aber zum Beispiel das beste Thema ist vielleicht das Human Rights, was im BIS ist, komplett
komplett sozusagen tabu war. Das war sozusagen ein Thema, was eigentlich wirklich aus allen Debatten in gewisser Weise wieder ausgeschlossen wurde und auch beim ITF in den ersten zwei Sessions auch kaum thematisiert werden durfte und dann aber irgendwann doch durchgebrochen ist und mittlerweile eins der Hauptthemen ist. Und man kann sehen, dass diese Verknüpfung von Menschenrechten und Internet, wo ja natürlich auch Rechte wie Privacy, Freedom of Expression und so weiter dranhängen, mittlerweile sehr auch in der UN und auch vor allem auf Regierungsebene oft sehr präsent ist. Und das kann sicherlich, da hat der ITF sicherlich dazu beigetragen. Es gibt auch andere Debatten, die dafür, beispielsweise, hast du ein anderes Beispiel? Ja. So gut, auf regionaler Ebene in Europa. Wir hatten letztes Jahr das Ganze in Sofia veranstaltet. Das ist laut Reporter ohne Grenzen das Land mit den tiefsten Score in Meinungsfreiheit in der EU. Wir hatten halt jemanden eingeladen, der die Plattform Balkanleaks betreibt. Und die Person hatte ein paar interessante Sachen nachgewiesen und einige Politiker im Balkan, in der Balkanregion einfach zu Rücktritt gezwungen. Aber unter anderem hatte er nachgewiesen, dass der amtierende bulgarische Premier so kleine Geschäfte macht mit Drogen und so, Frauen und so. Und das hat der Host sehr missfallen, dass wir diese Person eingeladen haben und sie haben Druck dafür ausgeübt, dass wir die Person ausladen. Das ist natürlich nicht passiert und die Person saß auf dem Podium mit einem Regierungsvertreter. Es war sehr spannend, das zu beobachten und es hatte zum Beispiel als Konsequenz, dass das Europarat einfach ihre Osteuropa-Strategie dann entsprechend auch neu adaptiert hat im Referat für Menschenrechte mit einem besonderen Schwerpunkt zur Meinungsfreiheit. Sorry for speaking in English. Sorry also for understanding about 40 to 45% of what was I'm trying hard. I'm too familiar with the issue and probably in what I didn't understand was the irony or the cynicism that may have arisen from your experience with it. In my view, governance is things that happen way outside of those circles. If anything would be, you know, decisions taken here and there, and not so much related to that, but the very notion of multi-stakeholder, I see it as an intellectual theft. To make believe that it's not the people who control, but that corporations would decide as well, that everybody would be people like everybody else from those bodies of corporation, governments, technical, which is corporation as well. So to which extent did you feel that these notions were put together as a bone to eat, as something to keep us busy while decisions were taken elsewhere? And also maybe what's your take on a more global discussion of what happens to us, individuals, activists, when we get caught under these labels in these circles, and what can we do to break free somehow? Yeah, geht. Good. Yeah, okay. Now, yes, thanks for the question. I don't think the missed irony, maybe it wasn't strong enough. So I fully agree with you on that. And I think multi-stakeholder as a principle has too often been used to actually hide other intentions behind it. So it was a principle which was put forward more or less from the US. And you can also say that during the Whistles it was put forward and promoted to actually hide their ambition to keep ICANN under their control, to keep other governments, not all governments, but other governments themselves out of all these questions and all these debates, and to actually put forward a model which is basically based on technical community, private sector, and themselves. And this is often still the case. So the multi-stakeholder debate has in some way evolved as well, because even people who are behind the idea and do actually believe in multi-stakeholderism start to criticize it and start to think that it's actually an empty label. So you have to fill it with life and you have to implement it in the way you want it to be implemented. Because if you just use it as an excuse to keep on doing what you do,
it doesn't really work. So now actually we have, even at the IGF, I think every year there are sessions on discussing what do we actually mean when we say multi-stakeholderism and how can we improve it. And what does it mean if it's multi-stakeholder on equal footing, so everybody at the same level. That does not mean that multi-corporation, like multinational corporations, have more influence than civil society, but it actually means that everybody has the same influence. So these discussions evolve at the IGF as well, and I think not only there, even, for example, in academia, I think it's the biggest topic is actually to evaluate what multi-stakeholder governance means and what governance means, because governance is not clear as a term either.